Ja, moin, hier ist der Möha. Und zwar befinde ich mich gerade in Husum, an der Hafenspitze. So, fahre jetzt zurück nach Hause, habe ein lecker Eis gegessen, das Wetter ist bombig, irgendwie 22 Grad oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist echt gutes Wetter. So, hab Kalimoto an und das soll mich jetzt nach Hause bringen. 26 Grad, da stand's gerade. Jetzt hier die das Sender mit der GoPro verbunden und werde deswegen ab und zu mal aufs Handy gucken müssen, damit er mir sagt, wo längs ich fahren soll, ne? Also, weil ich weiß nicht, ob das beides geht. Und das letzte Mal, als ich noch die Audiospuraufnahme über... Ah, dann weiß ich auch, wo längs er mich schickt, glaube ich. Das letzte Mal, als ich noch die Audiospuraufnahme über das Handy aufgenommen habe, da und dann die Navigation laufen hatte, da hat das halt immer gestört. Da hat das immer so ein bisschen Rückkopplung gegeben zwischen die Schrabbel. Und deswegen habe ich jetzt das Bluetooth beim Handy ausgestellt. Oh, hinter mir ist die Rollergang, Mofa-Gang. Sag einmal, was jetzt in der Grün? Jetzt. Ja, wie gesagt, jetzt auf dem Weg nach Hause. Gucken, ob das gut geht, ne? Die Sonneneinstrahlung ist nämlich teilweise doch recht intensiv. Ich nehme an, dass ich nachher, wenn ich den Vlog aufgenommen habe, hier auch wieder umstellen werde, dass ich die GoPro abnehme und dann das Handy wieder anstelle auf Bluetooth, weil das ist sonst doch eher, sagen wir mal, bescheiden teilweise mit dem Kuchen. Ich meine, im Moment geht's, da habe ich eben Eis gegessen, nochmal die Hafenspitze. Hier gibt's lecker Fischi, Fischblötchen. So. Ach ja, Mensch, da fällt mir ein, wo ich gerade in Husum bin. Christians Motovlog. Ich habe ihn abonniert, ist jetzt nicht so ein großer Motovlogger, aber ich habe dieses Jahr noch gar nichts von dir gehört. Christian, was los? Mensch, die Saison hat angefangen, wir haben Anfang Mitte Mai, ne? Und was ist? Nix ist hier. Hast kein Moped mehr oder ja, soll es was Neues sein oder bist du einfach noch nicht so weit, weil du mit der Arbeit so beschäftigt bist? Würde mich doch mal freuen, irgendetwas von dir zu hören. Ja, was gibt's Neues? An sich gibt es so nichts Neues. Wollte einfach nochmal einen Blog aufnehmen auf dem Weg nach Hause. Ich hatte zwar neulich mir ein paar Themen zurechtgerödelt, aber wie das halt so ist, man schreibt sich das denn nie auf und dann ist das auch schnell wieder weg, ne? Schade eigentlich, ne? Dass man so alt und dement ist. Naja. Oh, viel haben wir auch nicht mehr im Tank. Müssen wir nochmal tanken auf 40, glaube ich. Je nachdem, wo längst er mich hier schickt. Oh, 50 Kilometer? Nö, das schaffen wir noch. Schauen wir jetzt hier ab? Ne, geradeaus. Hier hätte ich nämlich auch abbiegen können. Da gibt es noch eine Nebenstrecke. Aber mir ist das aufgefallen, also Kalimoto macht doch relativ naja, viel gerade Straße, viel, na, das schaffen wir noch, viel, ja, Hauptstrecken, na, Fazuda, hier ist auch ein Suzuki-Händler, Yamaha, ne, also, teilweise, ich bin jetzt hier nach Husum gefahren, also hier auf dieser Ecke kamen dann doch mal ein paar Strecken, die ich noch nicht so kannte, wo er mich dann irgendwie nach, ja, Timbuktu geschickt hat. Was aber nicht schlecht war, also die Strecke an sich war gut, aber man wusste halt nicht wirklich, wo man war. Aber teilweise in der Gegend, wo ich mich auskannte, da hat er mich dann witzigerweise Hauptstraßen geschickt. Ich meine, irgendwie muss man ja die kleinen Strecken auch erreichen. Aber ich wäre zu einigen Orten nicht über die Hauptstraße gefahren, sag ich mal. Da hätte ich bessere Wege gefunden. Aber so ist das halt, ne? Also ist so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ich bin auch immer noch am Überlegen. Ich habe ja jetzt hier so ein
so ein Deutschland-Jahresdings hier laufen, da habe ich mal gekriegt über damals noch ein Gericke als Kunde. Das konnte man damals für ein Jahr kriegen, hatte ich dann eingelöst. Das läuft jetzt aber auch diesen Monat ab. Und naja, bin dann am Überlegen, ob ich diese Dauerkartengeschichte mal buchen soll oder halt nicht. Und ja, es sollen ja noch Funktionen dazukommen, so wie irgendwelche ja, Routenführungsgeschichten, ob schnell, kurvig, keine Ahnung was. Aber im Moment, sagen wir mal so, ich bin von der Routenführung im Moment noch nicht ganz 100% begeistert. Ich habe gestern versucht, eine Planung zu machen über den PC. Das klappt auch noch nicht so. Also mit Motoplaner klappt das besser, das muss ich einfach mal so sagen. Ich habe ja auch noch so ein Garmin zu Hause, also normales Autonavigationsgerät. Und da kann man ja auch dann dementsprechend über den Motoplaner Routen ausarbeiten und die dann auf das Garmin aufspielen. Das klappt deutlich besser. Alter, was haben wir hier für Wind? Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Aber windig ist das hier. Meine Herren. Also so für sowas, das geht mit Motoplaner besser und dann aufspielen aufs normale Navi. Und dann die Route dementsprechend nachfahren. Kalimoto hat ja nun ein eigenes Desktop-Programm, sag ich mal, wo man dann die Planung machen kann. Aber das ist auch nicht. Dann setzt der Punkte aus, ich kann die Punkte nicht da setzen, wo ich will. Also ich wusste jetzt aus einer Ecke, dass da ganz kleine Straßen sind, so wirklich so, ich sag mal, Koppelwege mit zwei Fahrspuren links und rechts. Und das wollte er nicht machen. Und ich wusste genau, das ist eine öffentliche Straße. Und solche Sachen, da zickt er noch ein bisschen rum. Also die hat er noch nicht so, das haben die noch nicht so drin. Und gerade bei uns Motorradfahrern kommt es ja auf, naja, nicht unbedingt auf die Leitstrecken an. Aber auf die Kurvigen, schön, landschaftlich schön. Und dann gibt es da durchaus auch mal Sachen, sag ich mal, wo ich mal in Ruhe fahren möchte. So wie heute. Irgendwie fliegt da was im Auge, ich habe eine Wimpe im Auge. Wo ich in Ruhe fahren möchte. Über Land halt, da können dann auch gerne mal kleinere Strecken dabei sein. Oder ich möchte einfach schnell von A nach B und das über eine möglichst kurvige Strecke. Ja, das haut noch nicht so hin. Also die Hauptstraßen, wie gesagt, was wirklich asphaltiert ist, so wie hier, das kennt ihr alles. Aber wenn du mal eine öffentliche Straße hast, die halt nicht so asphaltiert ist oder nur mit zwei Treckerspuren hier öffentlich ist, wo man durchaus auch langfahren kann, um mal irgendwie eine landschaftlich schöne Strecke zu haben oder so. Ich habe auch ein paar Kollegen, die fahren halt der Enduro. Die schämen sich auch nicht, solche Strecken zu fahren. Also die sind da sogar ganz froh. Da nehmen sie nicht die Treckerspuren links und rechts, sondern die Mittelspur im Gelände. Und naja, das ist dann schon ganz nett, sag ich mal so. Fährt ja nicht jeder so eine dicke Bände wie ich hier. Und ja, von daher, da müssen sie noch nachholen. Und ich bin deswegen immer am Überlegen, kaufst du jetzt den Scheiß oder kaufst du den Scheiß jetzt nicht? Es ist schwierig. Was besser geworden ist, das ist mir aufgefallen, ist die Ansagengeschichte. Sonst hatte ich das teilweise, dass ich an der Kreuzung stand und dann kam die Ansage, so jetzt rechts abbiegen. Ja, da stand ich aber schon. Also wäre schön gewesen, wenn man das dann praktisch in einem Zug die Kurve hätte nehmen können. Und das ist deutlich besser geworden. Also nun kommt kurz vor der Abbiegung kommt die Ansage. Das habe ich habe es heute nicht gehabt, dass ich irgendwo stehen bleiben musste und dass dann erst die Ansage kam. Also da weiß das Navi eindeutig früher Bescheid.
weiß nicht, das haben sie wahrscheinlich irgendwann mal mit dem Update gefixt hier. Drehlsdorf. In Drehlsdorf gibt es eine gute Currywurst, so einen halben Meter lang, so einen riesen Teil. Oh. Ansonsten, das letzte Mal hatte ich ja den ersten Motovlog aufgenommen mit dem Senna Backpack. Und ja, das hat ja soweit ganz gut geklappt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder den Mikrofonton und nicht die Außentongeschichten. Ich glaube, sonst wird ja auch weggeflogen gerade hier bei dem Wind eben. Das hat er voll auf den Helm gedonnert. Also ich glaube, da hättet ihr nicht wirklich was mehr von dem verstanden, was ich hier gesammelt hätte. Jetzt fahren wir über die Aalau. Donnerwetter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal rüberfahre. Jo. Hier ist immer noch 60. Nee, aber sonst war ich ganz begeistert. Also so vom Ton her. Und es ist ja vom Schneiden auch, sagen wir, deutlich einfacher, sag ich mal, wenn man nicht andauernd die Tonspuren synchronisieren muss. Wie gesagt, es fehlt mir ein größerer Rechner, dass ich vielleicht die Facecam nochmal wieder aufstellen kann und dementsprechend da vielleicht wieder ein bisschen mehr rumtüdeln kann mit irgendwelchen Aufnahmefeatures. Oder auch mal einen Cyberlink wieder aktivieren kann, dass das Ding nicht wieder abglitzt. Das ist echt schade, dass das Programm nicht so läuft, weil das Rendern, halbe Stunde Sache, also in der Regel etwas kürzer als der Motovlog ist, etwas kürzer rendert er, das geht rattenschnell mit dem Ding. Also, und wenn man dennoch irgendwie was hat, einen Rechner, der das auch mit dem Upload vernünftig schafft, wobei das ja auch häufig nicht an dem Rechner liegt, sondern eher an der Upload-Rate. Und da kann ich nicht sagen, da liegt es bei 9, irgendwas Gigabyte. Das ist das Kunst eigentlich. Also da kann man nicht meckern. 50.000er Leitung, mehr gibt das leider bei mir draußen nicht. Aber er hat mir eine schöne Strecke ausgesucht, ist eine kleine Nebenstrecke in meine Heimat und dann wollen wir mal sehen, dass wir da gut ankommen. Ist jetzt auch, wie ihr seht, hier keine ganz kleine Straße, also man kann gut fahren. Ne? Bisschen enger könnte sie ruhig sein, dann wird das mit Tempo 100 auch mehr Spaß machen. Jetzt hier schon wieder so lange geradeaus. Die typisch schleswig-holsteinischen Windmühlen. Ach ja, Windmühlen ist auch so ein Thema. Ne? Hier oben wird der Wind produziert ohne Ende. Bloß abgegeben wird es ja nicht. Weil die Stromleitungen ja noch nicht ganz ausgebaut sind da im Süden. Und ja, Wind haben wir hier oben eigentlich immer. Von daher verstehe ich nicht, wenn die Politik da oder die Macher da über irgendwelche Stromschwankungen redet, weil eigentlich hast du immer Wind hier. Also dass es wirklich windstill ist, ist ja doch recht selten. Insofern denke ich mal, dass eine gewisse Kapazität sicherlich auch immer einzuspeisen ist und mitzuberechnen ist. Gut, ab und zu mal nicht, aber das ist echt selten. Ja, die Sache ist ja dann die mit dem Atomstrom. Dann schimpfen die ganzen Leute immer, ja, die Windräder, die machen so viel Lärm. Und man hat da diesen Stroboskopeffekt von diesen drehenden Rädern und so. Ne? Wenn da der Schatten wäre, so ping, 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 ping. Noch bin ich richtig. Ja, Leute, aber Kohle, da haben wir keine Luft mehr zum Atmen irgendwann. Und Atomstrom, sehen wir jetzt alle, was wir davon haben. Ne? Also irgendwie den Dreck irgendwann mal verbuddeln und dann ist das für die nächsten, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Jahre nicht mehr zu gebrauchen und du weißt nicht, wohin mit dem Dreck, ist auch scheiße. Also Entschuldigung, dann nehme ich noch lieber so eine olle Windmühle und das in Kauf, dass das ein bisschen vielleicht laut um Ohren ist. Und ich rede da von Erfahrung, also so weit stehen die bei uns auch nicht weg. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe da keine Probleme mit. Ja, also ich schlafe bei offenen Fenster und ja, ab und zu fahren die Träger bei mir auch vorbei, die sind deutlich lauter. Stroboskopeffekt. Ja, meine Herren, wenn der Baum sich im Wind biegt, dann wackelt das auch.
ich begreife halt nicht, dass sich die Leute da so aufregen. Bloß weil sie so ein, naja, schön sind sie ja nicht gerade, hässliches Ding da nicht vor der Tür stehen haben wollen. Also, es ist die beste Alternative, denke ich mal, die wir haben, außer Solarzellen, weil die halt überhaupt keinen Krach machen und überhaupt keinen Schatten werfen und sowas alles. Aber sonst tendenziell, denke ich mal, ja, haben wir da wenig Chancen, irgendwas zu ändern. Jedenfalls nicht, wenn man irgendwie dauerhaft mit Energie versorgt werden will. Ich weiß nicht, warum sich die Leute da immer so anstellen. Ja, also gegenüber allem anderen ist es echt gut. Und das ist ja nun mal, diese Solarzellen ist ja auch ganz schön und gut. Aber der Platz, also was die an Energie liefern, braucht halt deutlich mehr Fläche. Und diese Fläche, die haben wir nun mal nicht. Das ist es halt. Also da musst du auch irgendwo wieder ein Feldrand glauben oder so, dass du da 10.000 sonst, oh, hier ist die Kneipe mit den schönen Currywürsten. Drilsdorfer Krog. Jo, ich biege ab hier wieder. Und ja, also ist dasjenige, sag ich mal, das Einzige, was übrig bleibt, denke ich mal. Weil diese ollen Windmühlen halt, naja, doch relativ wenig Platz wegnehmen. Ich bin müde, das ist, wenn man am Sonntag früh aufsteht. Obwohl wir jetzt haben wir ja auch schon 5 Uhr nachmittags oder so. Aber man hat ja Kinder und ne, was tut man nicht alles, wenn die auch irgendwo morgens früh aufstehen sollen. Gut. So viel dazu. Ja, aber sonst hat er mir eine schöne Ecke ausgesucht hier. Da kann man wohl fahren. Ist nicht ganz so schlimm. Also auf der Hintour habe ich deutlich mehr große Straßen. Vielleicht kaufen wir das doch nochmal. Muss ich mal sehen. Aber das müssen wir dann nochmal gucken. Ja, ich habe auch überlegt mit dem richtigen Navigation, mal, also ein Navigationsgerät, da gab es neulich ein Angebot. Beim Mediamarkt, glaube ich, da hatten sie einen TomTom für 249. Mein TomTom 395 oder so, kann das angehen? Weiß ich nicht. Nee, 420 heißt das, ne? Ja, irgendwie so. 395 war, glaube ich, Garmin, ne? Ja, aber das ist ein teurer. Das Gute bei Garmin ist halt, dass du auch andere Karten drauf spielen kannst. Du musst nicht die Karten nehmen, die halt von TomTom rausgegeben werden, so wie das halt bei denen ist, sondern du kannst halt auch andere Karten drauf spielen, was ich persönlich besser finde. Macht die ganze Planung leichter. Und man kann sich da, wenn man das wirklich vorhat, sich ein Kartensortiment aussuchen, was man selbst ja auch gerne haben möchte. So, schneiden wir mal ab und zu mal hier. Zack, 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 guck mal hier, da, ne? Da kann man auch längs fahren, bin ich auch schon längs gefahren, will er aber nicht. Will mich jetzt recht schicken, machen wir das. Mal gucken, was läuft.